Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, die Gabi. Und wir werden heute uns das Inventar vollknallen. Alles, was geht. Und dann werden wir das verscherben. Und ich werde auch diesmal daran denken, dass ich die Munition für die Pistole mitnehme. Das ist nämlich Blödsinn. Ohne Munition bringt mir die Pistole überhaupt nichts. Und vielleicht kriegen wir ja so, ja, eine Sojanka. Hier los. So, die Kohle habe ich alt verbraucht. Ich hoffe, dass ich jetzt hier noch kriege. Wenn nicht, wir gehen ja eh danach gleich looten. Ich würde mal sagen, das wird so am besten funktionieren. Aber warte mal, wer ist denn jetzt hier lang gelaufen? Ich habe da eh nie gehört. Und diesmal sind das nicht meine Wahnvorstellungen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Gut, ich lasse ihn rumlaufen. In meinen Kopf. So, gut. Das passiert mir sonst nie. Jo, 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 jo. Jetzt gehen wir shoppen. Und dann müssen wir uns bloß noch ein Gebäude aussuchen. Wir haben ja noch ein, zwei Stück. Kann ja nicht schief gehen. Und dann eben halt die Spikes fertig machen und dann ist es gut. Das kriegen wir schon hin, bis Tag 14 muss das alles stehen und dann ist gut. Sag mal, ich kann doch auch die Mischer bauen, ne? Das sollte ich denn mal offline machen. Ich werde dann die Mischer bauen, offline, dass wir schon mal ein bisschen Beton und so, ne? Spatter. Vier, vier Spatter. So, da müssen wir. So, und da möchten wir ja auch langsam, aber sicher anfangen und Motorratisierungs und so, ne? Wir müssen uns mal langsam Minibike und so bauen. Das wäre ja nicht mehr so schlecht. Ach, übrigens, ich habe hier die ganzen Mods drin geschmissen. Schippe fragt nicht, wieso. Pass drin, ich hier das für eine gute Idee. Und das hat gleich, naja, ich glaube 6, 7 Punkte besser oder so. Vielleicht so ja noch ein bisschen mehr. Testen wir mal. Buddeln wir den mal weg, wa? Hallo? Na? Buddel Spaß für die ganze Familie? Plupp. Und es funktioniert. Er buddelt sich sehr gut. So. Das da hinten sieht auch nicht schlecht aus. Gut, erstmal verscherbeln und dann shoppen. Mit einem brennenden Hammer. Inner. Da ist ja die nächste. Wir sind hier durch. Sind ganz viele Zombies unterwegs. Was für ein Glück. Oh, ich habe keine Ausdauer. John Wick. Na, willst du nochmal aufstehen? Ja, der hätte aber jetzt nicht daneben geschossen. Naja. Ich bin John Wick in Ausbildung. Naja. Ich habe letztes Mal schon wieder die Tür nicht zugemacht. Tut mir leid. War nicht mit Absicht. Du, ich habe schon wieder so Zeug gefunden. Häuser war voll. Brauchte keiner. Habe ich gedacht an dich. So, gut, das nimmst du, nimm alles, ich kann nie gebrauchen, hallo, Jön, zeig nur, der nimmt ziemlich viel. So, und wir müssen jetzt unbedingt entkaufen, was geht, denn ist ja bald Wechsel und so, ne? Oh, Alter, schon Villa Beton. Beton. Nee, das werde ich nicht kaufen, weil können wir uns später selbst machen. Wir können es uns später selbst machen, hat er gesagt. Ha.
Der Witz ist so schlecht, Leute. So. Rezept. Da. Wieso? Also, es fehlte Kohle. Ist aber schade. Naja, wir werden sowas finden. Da bin ich mir ganz sicher. Gut, das ist nichts. Das ist auch nichts. Das ist ja nichts. Warum sollte ich mir ein Gewaltmesser kaufen? Ich hab doch eins. Ich habe ehrlich gesagt erwartet oder hofft, dass ich einen besseren hier finde. Alter, der Bogen 3000. Y'all come back now. Du Halsabschneider. Der will uns über Nuckel ziehen, der Junge. Habt ihr das mitgekriegt? Ich sollte mir das merken, nicht von dieser Seite. Der kleine Penner. Jetzt werden dichten hier Müll vor der Tür. Sind die schon wieder zu Hause? Vor allen Dingen, wie sieht denn das hier aus? Könnten Sie mal bitte hier Ihr Fenster wieder reparieren? Das sieht ja schlimm aus hier. Alles kaputt. Oh, ich hab da was gesehen. Das ist so viele. Gut, das habe ich letztes Mal nicht mitgenommen. Ich weiß. Ich war anderweitig beschäftigt. Zombies. Und wegrennen. Hä, das fällt das nicht. Wieso? Musstet? Ach da. Gut. Ich wollte bloß mal nachgucken, ob die Nachbarn schon wieder da sind. Aber nee. Da hat bestimmt irgendein Nachbarn das ihr vor der Haustür liegt. Also quasi wie Kackebeute. Oder ist er das? Ich glaube, der geht gerade zur Arbeit. Ja, so gehe ich auch zur Arbeit früh. Hm. Laiensinosse. Hallo. Oh, Grillzeug. Lecker Schmackofatz. Tatsache. Hm, Rost. Kann ich ablecken. Das ganze Fett. So. Alter, willst du mich verhumpen? Alter, wir haben letztes Mal rumgerannt und dir sucht Honig und so und jetzt hier nicht gesucht, aber gefunden. Gut, dann nehmen wir dich gleich mal mit und kriegen kein Honig. Naja. Hätte, hätte Fahrradkette. Da ist ja auch offen. Offen für mich. Hupala. Das sieht aber ganz, ganz, ganz verdächtig aus. Ich wusste, habe ich an Geschmack gerochen. Und voll ins Ohr. Habt ihr die sehen? Ich meinte, Entschuldigung. Oh, alter Wasser. Was, wo? Würden Sie bitte wieder mal ins Licht treten? Wo soll ich drin treten? Nicht in Sinn. Wo ist denn der? Ach, da! Oh, das ist doch ein anderer Zombie. Der hört sich doch ganz anders an. Und außerdem, wer schmeißt denn da einen Tisch ins Wasser? Das macht man doch nicht. Alter, da hinten ist alt offen, Alter, und da versucht gerade einer durch die Mauer zu kommen. Oder so. Ich weiß es nicht. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ist das schön, Alter. So. Renierstrollat. Und keine Chlortabletten drin. Oh, das ist ekelhaft, Karbin. Ich weiß. So, das ist so. Oh, Alter. What is it? Blood. Ich wusste es. Oh, nö. Oh, da ist er ja. Er hat mich gefunden. Oh mein Gott. Er hat mich gefunden. Ich wusste nicht wie. Weiß nicht wie. Aber sie haben mich gefunden. Die Libia. Wartet mal. Alle nach und nach. Nicht so schnell. Jeder kriegt was.
Du brauchst ja einen Erbhauen, Junge. Und der Baum hat dir nichts getan. Schöner armer Baum. Und der Kunde hat schon wieder Hunger. Hier. Essen die alles auf einen Schlag auf. Und weg ist es. Naja. Ich hab's versucht, mir den zu erziehen. Es funktioniert nicht. So, jetzt nicht das Ganze war für ein paar Gläser. Ja, du bist so ein Scherzkeks. Spielmacher. Es schwebt. Gut, vielleicht hier. Oh. Ist ja dasselbe, war schon arm. Pullerwasser. Gut, jetzt können wir... Das hätte ich übersehen. Ja, ja. Und ich weiß, ich übersehe ziemlich viel. Ab und zu. Ist mir aber, ich glaube, die haben Katzen hier. Also Priorität ist nicht alles looten, ne? Ab und zu looten. Für die Guten, wenn sie shooten. Gut, der schläft noch, der Hund. Oh, der ist schnell, der Hund. Nein, nein, nein. So nicht, mein Freund. Gib mir dein Leder. Du brauchst es eh nicht mehr. Ich schäle dich wie eine Tomate. Hä? Eine Tomate? Heißt es nicht ein Apfel? Ja, vielleicht. Okay. Das ist auch wieder so auffällig, wa? Das ist wieder zu auffällig. Gut. Gut, dass sie die ganzen Eisenpfeile verschieben. Ja, kann man mal machen. Ne, sollte aber nicht so oft machen. Schönen guten Abend. Hallo. Ich sollte auch die Waffe in der Hand nehmen. Hola. ¿Cómo está? Kommt er noch? Ja, jetzt. Die sind so dumm. Immer ein und dasselbe, wa? Immer wieder fallen sie so rein. Du bist dumm. Dumm, dumm, dumm. Oh, was haben wir denn da? Vielleicht? Quatsch. Tut mir leid, sorry, wollte ich gerade sagen. Weiter Munition. Und ein grünen Bogen. Ich habe aber schon lila, ne? Lila, nennen. Lila, nennen. Deutsche Sprache, Schwiegersprache. So, warte mal, ich werde mal kurz, reparieren. Und nachladen. Ich weiß ja nicht, warum der ihr gerade entladen hat. Echt jetzt? Da ist eine Tasche. Okay, ich hätte jetzt gedacht, da steht einer hinter. Sieht nicht danach aus. Ja, so ein Kack. Gut. Oh! Ich hab doch richtig gerochen. Ich hab erst gedacht, das ist meine Hose. Jetzt ist es. Wir müssen immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Wo kamen die denn her? Ach, da. Oh. Cross. Ja, ist auch gut, Junge.
Willst du was zum Trinken? Du kriegst nichts. Da. Nimm Tee. So. Pullerwasser. Ein bisschen Blei. Dahinter ist bloß was versteckt. Hä? Gut. Kloppe ich erstmal den Rahmen kaputt. Kann man machen. Oh, das war gut. Hat er uns schon gesehen? Das Mauerblümchen? Eher nicht, aber irgendwas anderes hat er uns gesehen. Ich weiß bloß nicht, was? Es ist draußen. Es ist draußen. Ist nicht. Oh, jetzt ist es drinne. Es war draußen, jetzt ist es drinne. Oder auch nicht. Oh, oh. Upsi. Ich sag doch, Munitionsverteilung, it läuft. Gut, da geht es erstmal ruft. Da will ich aber noch nie hin. Ich nimm den Durchgang erstmal, wenn ich hier durchpasse. Hat keiner mitgekriegt. Zum Glück sind wir so leise. Hä? Hä? Das ist eine Trappe. Was für ein paar Penner. Gut, hätte ich mir denken können, weil das ist die Tür hiervon. Ja, okay. Hätte ja sein können. Was, das war alles? Hm, gut. Gehen wir gleich nach oben. Warum ist das? Ich komm da. Das ist enttäuschend. Enttäuschend. Jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Stimme, komm wieder. Ich brauche endlich mal einen Sturm. Hätte ich mal nachkicken können, wa? Ob der so eine Funze verkaufen tut. Ja, das hätte ich tun können. Habe ich aber noch nicht dran, also nicht so richtig gedacht. Naja, wir sind ja noch nicht so, so weit weg. War der gerade 45 Stück? Boah, ne? Wer kann, der kann, wa? Munition. Das ist mir. Ich hab's mir verdient. Gut, Mädel. Ist jetzt nicht deine Meisterleistung. Ihr Wesen. Och. Du schaffst es schon. Oh, da ist sie ja schon. Also für so ein voluminöses Mädchen kann die ziemlich gut schleichen. Besser als ich. Der hat nicht gehört? Was ist mit dem? Kuzi? Das ist deine Bestrafung. Alte Schlafmütze. So, das ist natürlich gerade... Oh, das geht da noch weiter? Und dahinter ging es ja auch noch weiter, so wie es ausgesehen hat. So. Das kann nicht sein. Mhm, mhm. Eine Tasche. Ich habe jetzt gedacht, na okay, wo soll denn der Weg auch hinführen, wa? Ich bin noch nicht mal in der Nähe vom Stuhl. Spiel. So, das ist fake. Das wäre ne wär natürlich krass, wenn der jetzt auf ihm auch stehen tut.
Spritze, kein Fake. Stopp! Oh! Rückt mir nicht auf der Pelle! Nimm das! Oh, alter Falter! Jupp! Besser! Warte nochmal ab! Ja, gut, ich kann jetzt auch mal nochmal nachladen. Ich bin gekratzt, aber nicht verletzt. habe ich Nadelgarn und so alle da? Ach nee, das geht ja, da brauche ich ja, Andret. Benutzen, da, ich brauche nämlich Aloe Vera, genau. Hallo Vera brauche ich, habe ich nicht. Habe ich sowas überhaupt zu Hause? Ich guck nicht. Da ist eine Kiste, da ist eine... Ohohoho. Vielleicht kriegen wir ja doch noch was. Gut, Reparierkits ist erstmal abgefahren. Also... Kann es sein, dass das Spiel kaputt ist? Ist normal? Also, ich beschwere mich nicht. Wow. Gut. Ne? Ja, das ist ein Haus der Reparierkits oder was? Lass mich raten, Reparierkits? Ich hätte gedacht. Oh, da ist aber hier so ein Super-Duper-Hammer. Und der... Ich habe jetzt... Na okay, ich habe jetzt zu Hause noch ein paar Räder. Ist nie so schlimm. Der ist besser. Bescheu. Natürlich als der Steinhammer. Aber ich glaube, der ist auch langsamer, ne? Bye, bye, Hammer. Ich werde dich niemals vergessen. Du warst ein treuer Weggefährter. Ach, nee, doch nicht. Ich werde verkaufen. Ja, stimmt. Mod-technischerweise ist das dumm. Naja. Für das nächste Mal. Sag mal, kann ich nicht da genau verwenden? Schön, schön. Ich glaube, wir gehen nochmal schnell zurück. Ich will mal kurz gucken, ob wir nicht... Oh, Alter, das ist aber gefährlich. Oder auch nicht. Warum ist denn das hier? Zum Abhauen? Na? Tada! Für Nesteier. Nest mit Eier. Gut, wir gehen nochmal schnell zurück. Ich möchte nämlich gerne mal schauen. Was ist denn hier los? Hä? Gut, das will ich jetzt wissen. Ist das normal? Bin ich dumm? Wahrscheinlich. Lass mich raten, ich habe natürlich keine Blöcke mit bei. Naja. Mensch, da müsste er vorsichtig sein, Mensch. Da könnte ein Kabin reinfallen. Ich muss doch kicken, was das ist. Wieso? Verstehe ich jetzt nicht. Das wird jetzt ein Rätsel für ever sein, für mich. Warum ist da ein Loch? Von mir ist es nicht. Zombie war nie drinne, es sei, der hat sich durchgebissen. Also durch sich selbst. Er hat sich selbst aufessen. Wenn man sich selbst aufessen tut, wo geht denn das hin? Ach ja. Ja, ja. Mit keiner Ausdauer. Sag mal, hab ich... das will ich noch nicht benutzen. Ich hab da was zum Essen. Das ist schön. Mann, 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 was für ein aufregender Tag. Du, hast du vielleicht ein Lämpchen?
was ich mir so an eine Mütze tackern kann. Wäre echt krass. Hast du aber nie, wa? Da ist ein SWAT-Helm. Mit einer Lampe. Ich kann mir den nicht leisten. Der kostet 4000. Das ist aber fliegerimnet. Da kann ich alles verkaufen. Der kriegt nicht zusammen. Hier nimmst du den Hammer. Kostet plus 3000. Oh, alter Falter. Das kann auch weg. Achso, kann ich ja nicht scrappen. Scrappen. Das wird hinten und vorne. Ich kann ja das noch verkaufen und dann habe ich schon ein ganze 3000. Kann ich das nicht anzahlen und ich bringe dir hundertprozentig den Rest, sobald ich flüssig bin, Bob? Könntest du das tun? Wärst du so nett? Ach, was für eine Arschkrampe. Ich sage euch. Nur Kohle will er sehen. Nur Baret ist Baret, sagt er sich. Naja, wo er recht hat, hat er recht. Aber wir sind doch hier alleine, Bob. Kannst mir vertrauen. Nee. Sonst hat er hier keine einzelne Lampe. Da ist schon eine graue Pistole. Brauche ich aber nicht mehr. Ja, so eine Lampe hat er hier. Jo, ich würde mal sagen, nö, hat er nicht. Schade, schade. Alter, 4000. Ist ja in der Nähe. So, wo ist denn das? Da. Dich. Ich... Jetzt weiß ich, warum ich die Tür immer auflasse. Wenn ich es auflasse. Hä? Und das ist hier um die Ecke. Das ist doch, das haben wir doch letztes Mal gemacht. Das ist genau dasselbe. Okay. Und tschüss. Ich habe nämlich vergessen nachzuladen. Wie so oft. Sag mal, ich habe gerade anvisiert. Warum hat denn der sich entvisiert? Ah, gib mal, hier ist auch so viele kaputt. Hallo. Das ist alles nur kaputt von letztem Mal, glaube ich. Gut, ich weiß, dass sobald man die Quest nochmal annehmen tut, falls so eine da ist, dass es sich alles resetten tut. Aber gleich nehmen, noch wohl. Ist für uns ganz gut. Hallo. Was denn? Ja, der bricht schon wieder durch, der Junge. Ich bin diesmal bewaffnet, Junge. So nicht. So, der kommt auch gleich. Ich warte. Warnschuss. In die Hoden. Aua. Tun weh. Zuschauen. Ich mach das doch schon. Wisst ihr was, Leute? Das machen wir nämlich in der nächsten Folge. Haha, ich bin gemein, wa? Also, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüssikowski. Bye bye. Arrivederci.